Meine Damen und Herren, was hat Selbstmanagement, Ressourcenmanagement mit Lern- und Fehlerkultur zu tun? Ganz viel. Es hängt nämlich davon ab, wie weit ich bereit bin, mich einem Lernprozess zu öffnen oder eben nicht. Ob ich bereit bin, Fehler zu machen oder nicht. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ergangen ist. Bei mir war es immer so, bevor ich 20 war, haben meine Eltern immer gesagt, mach ja keine Fehler, denk dran, was ist wichtig bei den anderen und hin und her, gut ankommen und, und. Und irgendwann ist man 20 gewesen, man steht im Leben und dieselben Leute sagen dann, aus Fehlern lernst du am meisten. Das ist eine paradoxe Geschichte. Und viele von uns tun sich auch schwer mit dem Thema Lernen respektive Fehlerkultur. Weil, stellen Sie sich vor, Sie haben keine Ahnung von Klavierspielen und Sie haben sich jetzt entschieden, Klavier zu lernen. Und Sie setzen sich jetzt hin, da ist die Klavierlehrerin, der Klavierlehrer und was merken Sie als erstes? Sie können es nicht. Sie machen einen Fehler nach dem anderen. Wenn Sie keinen guten Bezug haben zu Fehlern, werden Sie ganz schnell wieder aufhören. Weil es geht tatsächlich darum, über Fehler letzten Endes zu lernen. Ich gebe Ihnen noch ein anderes Beispiel, wie das Leben so funktioniert. Also ich spiele ein bisschen Tennis. Jetzt stellen Sie sich mal vor, ich möchte ein bisschen weiterkommen im Tennis. Ist die Frage, will ich weiterkommen im Tennis oder ein bisschen weiterkommen im Aufbau meines Egos? Möchte ich das Letztere, dann suche ich mir Kollegen und ich schlage die immer 6-0, 6-0. Und ich finde mich unglaublich toll. Wenn es aber ums Erste geht, nämlich Entwicklungsschritte zu machen, mein Tennis zu verbessern, dann spiele ich mit einem Besseren. Und wissen Sie, was das Problem ist? Die Chance ist groß, dass ich verliere. Wenn ich nicht bereit bin zu verlieren, wenn es nicht in meinem Plan ist, in meinem Leben auch den Mut haben, Fehler zu machen oder zu verlieren, werde ich nur mit Schwächeren spielen. Und im Tennis ist noch ein anderes Phänomen. Je besser mein Gegner ist, desto größer ist die Chance, dass auch mein Tennis besser ist. Und vielleicht geht es im Leben gar nicht darum, ob man gewinnt oder verliert, sondern nur so gut wie möglich zu spielen. Lernen setzt die Bereitschaft voraus, sich mit den eigenen Unzulänglichkeiten auseinanderzusetzen. Fehler, jenes also, was uns fehlt, sind das Potenzial unserer Entwicklung. Prüfungen in unserem Leben zeigen uns, ähnlich wie damals in der Schule, wo wir etwas gelernt haben oder eben noch nachgebessert werden muss. Sie sehen, die innere Haltung zur Arbeit, dieses ganze Thema mit Angst und Vertrauen und überwinden diese Ängste, um in diesem Vertrauensprozess auch tatsächlich gehen zu können, ist ein wesentlicher Punkt, wenn es darum geht, Selbstmanagement oder eben Ressourcenmanagement im täglichen Alltag zu üben.